Wir sind angekommen und auch schon perfekt ausgestattet, dank Domenico, im Eiscafé Venedig in Sindelfingen, Ziegelstraße Nummer 8, eine Adresse, die ihr euch merken solltet, denn wir machen uns jetzt dran, das Maultäschle-Eis zu kreieren. Domenico, kriegen wir das hin? Ja, wir versuchen das Beste rauszuholen von dieses Eis. Ich liebe ja Maultaschen total, ne? Aber in Eisform, das können sich jetzt viele nicht vorstellen von euch, wie das schmecken wird. Ich bin selbst gespannt, wir werden das nachher noch testen. Und ich bin erstmal gespannt, wie das Ganze überhaupt zu einer Eismasse wird. Aber du bist ja Profi, zeig's uns. Okay, ich versuch's, ich gebe mein Bestes. Ja, wir kreieren quasi das, was es weltweit so noch nicht gibt. Ja. Wir sind die Ersten und werden als Pioniere in die Geschichtsbücher von Baden-Württemberg eingehen. Jetzt wird gerade die Maultaschen werden gerade gehäckselt. Nadja hat einen riesen Pürierstab in der Hand. Domenico muss sogar mithelfen. Es ist sau schwer, das jetzt zu häckseln quasi. Ja, das Gerät ist sehr stark, weißt, und man muss mich schon festhalten. So, wir sind ja ein bisschen stolz erstmal auf unser erstes Maultascheneis Baden-Württembergs. Genau, Sindelfingen findet es auch gut. In Teilen, also Hälfte, würde ich sagen. Das ist normal. Und jetzt sind wir gespannt. Ab sofort könnt ihr es also dann auch hier im Eiscafé Venedig bei Domenico euch schmecken lassen. Das Maultascheneis wartet auf euch. Domenico, was kostet die Kugel? Normal kostet die Kugel gar nichts. Wir wollen nur kleine Spender oder Spender halt für krebskranke Kinder für dich. Super. Und das Gute ist, auch für alle Vegetarier, die sagen, na, was soll ich jetzt mit dem Eis? Auch für Vegetarier haben wir natürlich eine Portion gemacht. Von daher werden alle glücklich, oder? So ist es, ja. Super. Also Maultaschen-Eis kosten und die anderen Sorten schmecken übrigens auch sehr lecker.